Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ellie für die Nintendo Switch. Hat ja doch irgendwie Anklang gefunden und es gab doch einige, die geschrieben haben, sie würden ganz gerne noch ein bisschen was weitersehen. Deswegen spielen wir es mal weiter. So. Natürlich schon ein bisschen weitergekommen. Gucken wir mal. Hinterhältige Geräte. Okay. Das Ganze läuft ja auf der Unreal Engine, was ja cool ist. Aber man kann immer so ein bisschen, wenn man genau hinguckt, sieht man so ein paar, ja, so ein paar Fragmente. Ich weiß nicht, ob ihr es auch erkennen könnt. Aber ansonsten tut es dem Spiel ja keinen Abbruch. Es läuft ja trotzdem auf seine Art flüssig. Zack. 60 Frames werden zwar nicht eingehalten, aber das war vielleicht auch gar nicht die Intention dazu bei dem Spiel. Okay, hier brauchen wir einen Typen, der uns mal hier so eine Kiste bringt. Oh, guck mal, hier sind ein paar Rupien, wollte ich gerade sagen. So, nehmen wir mit. Hin zu ihm. Das Coole ist natürlich, dass man genauso hoch springen kann. Nicht so hoch springen. Ach, das ist ein Stein diesmal. Also konnte ich ja... Kann man werfen? Warte mal. Oh, ich kann sie nicht von hier werfen, wie man sieht. Passiert nicht so viel. Ah, okay. Das ist jetzt ein bisschen anders, aber dann kann ich ja vielleicht erstmal darauf werfen. Warte mal. Na komm, aufsammeln. Oh, gut, da ins Auge gehen können gerade. So, und wieder ablegen. Zack, können wir hier durch. Warte, wir können auch erstmal darüber, oder? Ist hier auch irgendwas? Ne, sah nur so aus. Okay, man kann ja nirgends. Es gibt keine versteckten Sachen, wo man hin kann. Gut, dann gehen wir hier weiter. So, wir müssen Ganti finden, die uns ja diese Kristalle geklaut hat. Oh. Eieiei. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Auch keine unsichtbare Mauer oder so? Nee, da geht's einfach nicht weiter. Na gut. Da wollte ich auch gar nicht hin. Oh. Was? Ich bin nur kurz runtergefallen. Na egal. Ich fange hier wieder an. Drüben waren wir ja schon. Müssen wir einen anderen Weg finden, ne? Zack. Und da hoch. Und darüber. Mal darüber springen? Eigentlich nicht, oder? Ne, das geht nicht. Okay. Ups. Oh. Und da und da. Hier können wir bestimmt drüber springen, ne? Ja. Oha! Winter? Oh. Ah. Die Kiste kommt da nicht an. So. Stabimpuls, los geht's. Ach so, jetzt da, okay. So, hier unten nehmen wir noch was mit, ne? Ein Diamanten hier? Ne. Kann man da rauf springen? Ist so hoch? Ich kann es nicht sehen hier. Ich bin echt... Also es ist ein bisschen von der Sicht her ein bisschen anstrengend, weil man nicht wirklich alles sehen kann. So, aber hier schießt er auch auf mich wieder. Aber hier hat er jetzt irgendwas gemacht. Ah, genau, der Stein ist runtergekommen. Okay. Den können wir jetzt wahrscheinlich... Ne, können wir gar nicht. Wir können aber rauf. Okay. Das war's? Na gut. Auch nicht so schwierig gewesen jetzt, ne? Aber so ein bisschen rätsellastig ist es natürlich schon. Aber die Steuerung ist wirklich... Ah, es ist echt schwierig, so ein bisschen räumlich zu gucken hier. Finde ich. Das klappt bei Mario besser mit dem räumlichen... isometrischen Springen und so. Also hier ist es wirklich... Aber die Steuerung ist nicht schwammig oder so. Die ist schon sehr, sehr exakt. Aber trotzdem. Okay, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller, wie man gerade sieht. Kurze Ruhepause. Da drüben ist ein Gong-Heini. Da gehen wir kurz mal rüber und holen uns einen Gong ab. Dass wir da volles Leben haben. Dann können wir uns ein bisschen mehr zutrauen.
Aber ich glaube, wir müssen trotzdem mal zurück. Denn ich habe bestimmt irgendwas eine oder andere da übersehen. Oh, das war ganz clever. Okay. Jetzt mal hier weiter gucken, wo wir hinkommen. Auch ein Gong, Tante. Wo geht's hier hin? Komm wahrscheinlich nur wieder zurück, ne? Oder? Ah, es gibt verschiedene. Oh, es gibt wahrscheinlich verschiedene Wege, die man gehen kann. Okay, das war natürlich ganz clever von mir. Na gut. Da hinten kann man auch mal längs gehen, da müssen wir auch mal längs gehen. Aber erstmal gehen wir hier längs, gucken, ob wir hier noch irgendwo weiter, ob es irgendwo weitergeht hier. Danke. Ah! Wir brauchen einen Schlüssel. Den haben wir natürlich noch nicht. Oh. Müssen wir mal zum Gong zurück, dann sind wir gleich tot hier. Danke. Okay, wir müssen wahrscheinlich den Schlüssel da hinten holen, auf der anderen Seite. Behaupte ich mal. Oh. So. Ah. Da ist der Schlüssel. Wie soll man da rüberkommen? Das können wir, glaube ich, nicht. Können wir hier noch weiterkommen irgendwo? Ah, guck mal. Natürlich praktisch, wir müssen den ganzen Weg zurückeiern. Ah. Perfekt. Gut. War gar nicht so schwierig, oder? Eigentlich ganz okay. Okay. Das sieht nach einer Aufgabe aus. Wollen wir uns alle... Ich will alle Kristalle haben. Definitiv. Oh, es wird auch mit Feuer geschossen. Oh, da ist Ganti. Die Drecksau. Hat leider das Feuer angemacht. Okay, wir müssen da hinten erstmal zum Schalter hin, Feuer ausmachen und dann holen wir uns die ganzen Steine. Das sollte ja möglich sein. Oh, Alter. Okay, es wird ein bisschen komplizierter gerade. Heieieiei. Da werden wir schon ein paar Anläufe brauchen für. Okay, wir testen es mal. Machen wir immer das Feuer aus. So. Und schon können wir uns die ganzen Steinchen noch easy going holen. Na? Nein! Scheiße! Aber ist ja noch alles aus und die ganzen Diamanten sind noch da. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben hat man denn hier? Also, wahrscheinlich unendlich, ne? Ich würde sagen, man hat unendlich Leben, ich weiß es nicht. Okay, aber ich glaube, wir haben alle. Jetzt können wir uns auch vielleicht was im Shop kaufen, wenn wir diesen Shop-Heini nochmal treffen. Was wir genau da kaufen können, weiß ich nicht, aber ich finde, da ja was Schönes. Gut, ich hätte gedacht, wir brauchen mehr Anläufe, aber so geht's ja auch. Oh, jetzt kommt ein bisschen Feuer wieder ins Spiel. Okay, damit kommen wir nicht durch, sondern nur mit, was können wir hier machen? Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich darauf drücke. Müssen wir kurz kontrollieren. Ist auch schade, dass sie das eigentlich nicht zeigen, oder? So, wir laufen mal hier längs. Irgendwas ist hier bestimmt passiert. Aber was genau hier passiert, wissen wir nicht, ne? Oh. Hier gehen wir mit hier rüber. Okay, hier ist nur ein Schloss. Da haben wir noch den Schlüssel nicht für. Kann ich wieder zurückreisen.
Mich würde trotzdem gleich mal interessieren, was passiert mit diesem. Naja, guck mal, finden wir schon noch raus. Aber erstmal gehen wir hier durch. Okay. Also ich will einmal wissen, was hier passiert, wenn wir. Wenn dieser Timer läuft, dann müssen wir noch irgendwo hinkommen, denn, ne? Wir müssen nochmal gucken. Pass auf, wir schnacken mal mit ihm. Oh. Genau, jetzt bin ich hier. Was passiert denn da jetzt? Also hier passiert gar nichts. Aber wo passiert denn da was? Wo ist denn hier die Action? Sozusagen. Gucken wir nochmal. Ist doch auch nichts. Na gut, ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist uns dann auch egal. Wir nehmen das, die Kiste und stellen sie da rauf und gehen dann rüber auf die andere Seite. Check ich jetzt nicht ganz so. Hm. Gut. Oben ist auch eine Kiste. Achso, warte. So, jetzt mal hier hochstellen. Ah, die Musik geht auch ein bisschen ins Ohr, oder? Aha, warte mal. Jetzt glaube ich, habe ich was. Okay, pass auf. Und jetzt können wir das Ding drücken. Es geht hier dann nämlich auf. Super. Hi, ja, war eine knappe Kiste. Gut, jetzt macht es auch Sinn, das Ganze. Warte, Schluss. Ah! Was mache ich denn da? Ich hänge fest. Natürlich, okay. Ah, ist die Scheiße. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg da hochlaufen. An der Seite vorbeigesprungen, das war natürlich blöd. Oh. Ja. Oh, jetzt mal einen Schlüssel holen hier. Können wir mal leben? Okay. Können wir hier rüber springen, oder? Na, weiß ich nicht. Gehen wir hier runter. I got the key. To the secret. So, wir laufen weiter hier. Uah. Warum haut er denn ab? Habe ich den Schlüssel immer noch? Oder muss ich den Schlüssel mal holen? Ich muss den Schlüssel mal holen, ne? Ne, ich habe ihn immer noch. Gut. Okay. Aber warum haut das Ding denn ab? Soll er eigentlich abhauen? Da fährt er die ganze Zeit automatisch. Kann natürlich auch sein. So, kommt der Feuer auf mich zu. Bam! Ab in den Fahrstuhl. Nächste Runde. Bin mal gespannt. Okay, der aufragende Gipfel. Hm. Da kommen wir nicht hoch. Mimimo, der Entdecker. Hallo. Wow, du hast es bis hier geschafft, Ellie. Das freut mich. Bisher ist das mein Lieblingsplatz. Vielleicht ein Ort, um sich eines Tages niederzulassen. Ich sehe, dass du noch keinen Kristall zurückerobert hast. Ich hoffe, dass mein kleiner Test nicht der Grund für die Verzögerung war. Ich habe von einem sehr guten Fischrestaurant hier in der Nähe gehört. Ich glaube, es wird der nächste Halt auf meiner Reise. Viel Glück auf der Suche nach den Kristallen. Auf, geh! Okay, jetzt kommen wir durch. Wollen wir zwei führen?
war dumm. Einmal kurz warten. Kannst du nochmal? Weißt du nicht, was ich machen soll? Okay, aber hier kann ich nicht mehr runter? Doch. Wie kann ich denn hier nicht runter? Kann ich wirklich nicht runter, das ist ja blöd. Also muss ja hier irgendwie weitergehen. Das ist so ein bisschen, also das ist wirklich, das kann man mal per Patch nachpatchen. Dass man da auch irgendwie hinkommt zu den Sachen, wo man hin will, oder? Also, das ist, wenn ich einen Knopf drücke, dass er mir zeigt, da musst du hin. Also, oder sehe ich das verkehrt? Aber hier passiert auch gar nichts. Jetzt, wenn ich da drauf drücke, muss er noch zeigen, das erste Mal zumindest, wo ich hin soll, oder nicht? Das Feuer da hinten, aber ich kann hier nicht runter. Das Feuer da hinten geht aus, aber ich kann hier nicht durch. Das ist gerade ein bisschen abgespackt, das Spiel. Kann das sein? Ist hier ein kleiner Bug? Eigentlich muss ich doch hier runtergehen können. Das geht nicht, guck mal. Warte, ich bringe mich mal um. Guck, was denn passiert. Wenn ich jetzt hier bin, muss ich doch da hinten durchs Feuer durch. Ich komme hier nicht runter. Doch jetzt. Oh. Okay, also da ist so ein kleiner... da ist die Kollisionsabfrage hier. Ist richtig schlecht, wie man sieht. Seht ihr das? Ich komme da gar nicht hin. Warum ist das so? Die Frage, ne? Nur hier an der Seite geht das. Okay. Müssen wir uns jetzt merken, einfach nur. Aber das ist trotzdem sehr schlecht gelöst. Finde ich. Das muss man natürlich... Aber so könnte man ja als Beta-Tester hier vielleicht agieren. Den sagen, pass auf, wir haben ein paar Fehler entdeckt. Hier ist ein Bug. Hier an der Seite links. Ich komme jetzt wieder nicht durch. Aber jetzt. Das ist doch kacke. Das ist doch scheiße. Na gut. Könnt ihr auch... natürlich könnt ihr nichts für, wollte ich gerade sagen. Natürlich könnt ihr was dafür. Das ist ja deren Schuld. So, pass auf. Ja, dann gehe ich denn drauf. Also man kommt da nicht richtig runter. Sowas frustriert mich dann immer. Und dann habe ich schon gleich gar keinen Bock mehr, das zu spielen. Achso, ich habe den Knopf gar nicht gedrückt, ne? Scheiße. Guck mal da. Seht ihr das? Ich stehe hier und komme nicht rein. Nur hier an der Seite geht das. Und das ist ja schon sehr frustrierend. Also gerade bei so einem Spiel sollte das natürlich nicht passieren. Auch jetzt gerade hier, wo es auf Zeit geht. Ja, das geht nicht. Also, ich würde da immer wieder... So, nochmal. Bitte nachpatchen, Leute. Oh, ist das kacke. Das ist wirklich kacke. Das ist nicht so, dass ich zu dumm bin, da an der Seite vorbeizukommen. Es geht einfach nicht. Da, seht ihr das? Ich falle sofort runter. Ich muss da... Man muss genau in dem Moment da springen wahrscheinlich auch. Das ist ja nicht Sinn des Spiels. Ach, ich habe gar nicht gedrückt. Schon wieder nicht. Jetzt komme ich durch vorbei, ne? Wenn ich nicht drücke, komme ich natürlich vorbei. Okay, warte mal. Wir machen es anders. So, machen wir so. Aber trotzdem schlecht. Muss ich sagen, sehr schlecht. Sowas nervt mich. Aber das ist ja gut, wenn ich das schon entdecke, dann kann ich das den Programmierer mal sagen. Beziehungsweise ihr könnt es denen sagen, wenn ihr sie trefft. Okay, können wir noch nicht viel benutzen, weil wir das Feuer jetzt ausmachen müssen. Gehen wir hier runter. Aber rot haben wir noch nicht. Aber wir hatten welche anderen gefunden, ne? Wofür ist das denn?
Guck mal, das ist auch. Das ist, man muss doch anzeigen können, warum das da ist, wofür das da ist. Oder ist das für Feuer? Geht das Feuer da hinten aus denn? Vielleicht. Weiß es nicht. Wofür ist das hier? Ah, okay. So geht's natürlich auch. Oh, jetzt sterbe ich, wenn ich da runterspringe. Na gut. Können wir natürlich alle reintun, wenn wir wollen. Wollen wir ja gar nicht. Wir wollen noch ein paar Sachen holen. So, pass auf, machen wir jetzt mal. Ach so. Wir sollten die erst da hochlegen. Warte. Was soll man, wenn man da durchkommt? Na, okay. Super! Aber wir bekommen die Kiste, aber wo soll man damit hin, ist die Frage. Hier nicht? Ach so, wir müssen nach vorne hin, ne? Hier wieder zurück. Dann gab es hier doch bestimmt irgend so eine Stelle, wo die hin muss. Warte. Vielleicht hier? Ne, da sind wir gekommen. Aber ich weiß nicht, was damit jetzt aufgegangen ist, muss ich zugeben. Keine Ahnung. Aber hier müssen wir auch mal zwei rauf, wenn wir da hochkommen. Ach, da geht die Tür da oben ab. Okay, warte mal. Dann gehen wir nochmal zurück. Boah, das ist echt risky hier, das immer hin und her zu gehen. Ich weiß nicht, wie der Runterfall. Welche Wandfarben waren das jetzt? Immer grün und blau, oder? Nee, grün und gelb. Na klar, was grün und gelb. Oh. Diese kleine blöde Ecke, die nervt mich jetzt schon. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal. Was wir da oben finden überhaupt. Vielleicht lohnt sich der ganze Aufwand ja auch gar nicht. Trotzdem mal sehen. Naja, zumindest kann man hier nochmal ein, zwei. Oh, hier. Was ist das denn? Achso, so ein Cappy-Ding. Na gut. Aber wir können auch hier reingehen. Lass uns da mal reingehen. Okay, da muss man. Guck mal, sowas müssen wir doch immer zeigen, ne? Wenn man irgendwie weiß, man soll einen Knopf drücken, was dann wo passiert, muss man das so zeigen. Das andere ist nur Kniffelarbeit und Rumsucherei, das nervt doch. Halte ich nichts von. Hallo? Da kommen wir nicht. Zu dir kommen wir jetzt gar nicht hin, glaube ich. Oder wir unten durchgehen? Ich weiß es nicht. Gehen wir hier oben mal rein. Was war das denn? Okay. Also ein bisschen ein paar Dinge ein hier. Alles auch gut. Oh. Und gelben noch. Warum ist der gelbe? Wie komme ich da denn hin? So nicht. Ach, da geht's längs. Okay, können wir auch nicht durch. Oh, muss aber schnell sein. Das kann man gar nicht schaffen. Das kann ich ja gar nicht schaffen, so schnell. Oh! Na gut.
Oh. Springen ein bisschen zu kurz, ne? Noch einmal hier. Jetzt haben wir den grünen schon mal. Bin ich auch irgendwann? Oh, da kommen wir nicht hoch, ne? Okay, wir haben den grünen, das ist schon mal gut. Hier runter direkt, ne? Wollen wir hier nicht irgendwas machen, denn? Achso, die müssen wir natürlich wieder reintun. Dann kommen wir da hoch. Oh, ich bin doch gesprungen. Bin mir ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher, dass ich gesprungen bin. Na gut, vielleicht auch nicht. So. Jetzt müssen wir es auch von der zeitlichen her schaffen. Praktisch. So, und hinten war glaube ich nur ein gelber. Müsste hier hinten auch was hochgegangen sein, oder? Ist der? Mann ey. Diesen Schnupfen werde ich nicht los, Leute. Den werde ich einfach nicht los. So, wo sind wir denn hier? Ach, wunderschön. Ja. Hier sind Diamanten, aber ich kann sie nicht sehen. Die sind so krass. Weiß ich nicht. Ah, okay, was wird hier lernen? Okay. Hier oben ist ein bisschen windiger. Also merkt man an der Steuerung nicht, aber ich wollte es mal gesagt haben. Nach rechts oder nach links drehen? Drehen wir nach rechts. Okay. Okay, hier kann man nochmal drehen. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie lange die Tür aufhält, aber die hält ja anscheinend die ganze Zeit auf. Und hier? Okay. Haben wir schon mal einen Schlüssel gefunden, das ist schon mal gut. Sind wir schon wieder hier? Wo war denn der Schlüssel überhaupt? Weiß ich jetzt gar nicht. Was hier? Ne, hier war der Eingang, wo wir hinkommen, ne? Oh, warte. Schlüsselloch, ne? Da. Bam. Ja, sauber. Aber ich glaube, es auch reicht auch hier für einen Cut, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.